mit C. Am Nein, Anfang. Er will Weiber mit der PS4 beeindrucken. Stehen auf sowas? Dann muss ich Na, ich weiß ja nicht. Nee, was ich sagen wollte, Nintendo hat hier einen Fehler gemacht mit dem Spiel. Und zwar, was ich jetzt nämlich hier machen musste, ich brauche Wario, um 8 Münzen in einem Luigi, also in einem Level zu kriegen, wo ich Luigi kriegen kann. Und Luigi brauche ich, um Wario zu kriegen. Das heißt, ich muss mindestens einmal zurück. Außerdem, da war eine Luigi-Mütze. Die hätte ich eigentlich auch gebrauchen können, aber jetzt brauche ich sie nicht mehr. Die Mama-Mario-Mütze reicht mir. Die Mama-Mario-Mütze. Mama Mario. So. Warum spiele ich Wario, wenn ich Luigi spielen kann? Das kommt gleich. Ich will nämlich erstmal in dieses Luigi-Gemälde dann rein. Dazu musste ich erstmal hier hoch, deswegen habe ich Mario. Und jetzt lasse ich mich nochmal... Ich warte auf die Geister hier. Die hier eigentlich drin sein müssten. Aber sie kommen nicht. Wenn du die richtigen Weiber kennst, ja, Mark. Wer ist Mark? Ich weiß jetzt nicht, wer mit Mark gemeint ist. Ist der letzte Crew-Moderator Mark? Nein. Keine Ahnung. Das weiß ich doch nicht. Ich hasse die schwarzen Bestien. Ach, ich fand die toll. weil mit Yojimbo waren die richtig einfach. Er hat einfach irgendwie so 100.000 Gil gegeben und dann hat er direkt sein Instant Kill benutzt. So. Okay, man musste, glaube ich, über ungefähr so 10% seines Vermögens spenden. Jimbo ist nicht ein Söldner, genau. Der im ersten Stream hieß auch nicht Mark. Gut, dass wir das jetzt wissen. Aua! Hey, da lacht mich jemand aus. Okay. Oh Mist. Oh Mist. Nein. Ich wollte doch nicht da runter. Ah, okay. Ach du Schande. Ich brauche erstmal. Ich brauche erstmal die Mario-Mütze. Das ist ja gemein hier. Du hast recht. Solange Kingdom Hearts 3 da ist, die PS4 uninteressant. Ach, selbst für Kingdom Hearts 3 will ich mir noch nicht mal die PS4 kaufen. Und ich habe 1 und 2 schon gespielt. Das heißt, ich werde auf jeden Fall was verpassen. Und die Wii U war von Anfang an interessant bei Nintendo. Ja. Da kommst du auch als Luigi hoch. Einfach Rückwärtssalto auf dem Fragezeichenblock. Ich will das aber als Mario machen. San Mario hieß die Attacke. Ja. Aber wie gesagt, mein Namensgedicht ist den Allerwertesten. Das heißt, ich werde den Namen in 5 Minuten wieder vergessen haben. Ich werde versuchen, es mir länger zu merken. Ach übrigens, schön, dass ihr alle so über Final Fantasy philosophiert. Über etwas, was ich gar nicht kenne. Und was gar nicht hier gespielt wird. Macht ruhig weiter. Keine Sorge. Wir könnten ja ein Liedchen anstimmen. Sephiroth. Nein, ich dachte eigentlich mehr an das Terrasse. Also ich frage mich, wie man da als Luigi rankommen soll. Ich frage mich, wie ich da jetzt als Mario rankomme. Gar nicht. Genau. Okay, das hier ist das auf jeden Fall. Da muss ich hin. Wir können auch gerne wieder über Layton reden. Nein. Nicht immer Layton. Das ist ja Standardthema. Wird ja schon langsam überbewertet, also. Ja. Außerdem, Layton habe ich gerade erst was freigeschalten. Damit können sich die Leute begnügen. Deswegen, ja, Lulu war doch die Fanservice-Dame aus Final Fantasy XIV mit den Puppen. Schwarzmagierin. Ah. So, kann ich mich jetzt bitte noch einmal treffen lassen von einem Du? Aua! Sowas aber auch. So, und jetzt... Bums. Ich kenne es auch nicht, nur dieses Rhythmus-Spiel mit den Soundtracks in 3DS. Ja, das habe ich auch im zweiten Teil, muss ich mir noch holen. Oh, Theatrism oder wie? Ja, genau. Ah, ja. Bravely Default hatte ich auch. Aber nicht durch. Ich bin echt nicht der Typ für RPGs. Tut mir leid. Ich find's ja krass, dass ich mich so lange an Visual Novels halten kann.
Aber das wahrscheinlich auch nur, weil ich da in den Text so viel Blödsinn rein interpretiere. Ich denke, ich würde mit RPGs genauso weit kommen, wenn ich einfach den Text verhohne piepeln würde. Freigeschalten? Wieso was ist an dem Wort freigeschalten so falsch? Keine Ahnung. Also ich muss aber nicht zusammenzucken. Da zuckt jemand zusammen, wenn ich freigeschalten. Freigeschaltet? Ist das wirklich. Ich habe es freigeschaltet. Ich habe geatmet. Ja, es könnte sein. Ich hab's freigeschalten, was? Ja, stimmt. Oh, ja, es ist grammatisch wahrscheinlich völlig unkorrekt. Ich habe keine Ahnung. Ich sag's einfach so, wie es geht. Ja. Grammatik gibt doch heutzutage sowieso keiner mehr. Ja, genau. So, ich werde jetzt erstmal versuchen, neue Sterne hier zu bekommen. Musst du alle auf Essen zu bringen? Ja. Was? Alle auf? Also nein, ging das bis zum Spiel. Ich bin froh, wenn ich überhaupt meinen Song auf S kriege. Kann der nicht klettern oder sowas? Ich hol mir gleich eine Mütze. Nee, auf SSS. SSS. Hab schon leicht und mittel. Ui. Und noch schwer SSS. Uiuiuiui. Schwer. Ich will die roten Münzen, aber andererseits, ich lass mich einfach mit der Kanone schießen und hol mir den nächsten Stern, der geht schneller. Ist viel besser. Also ich mag zwar so diese Art von Spiel, aber ich bin trotzdem nicht gut drin. In Dark Souls bin ich viel besser. Ist auch ein Rhythmusspiel. Hat schon mal jemand mit einer Guitar Hero Gitarre gespielt? Ach, ich weiß nicht. Schande. Ich glaube, ich muss dahin. Waha! Wow! Oh mein Gott. Boah! Mario am Spieß. So, ein weiterer Stern. Tada! Der Richter hat 12 Millionen Lebenspunkte. Was, der von Phoenix Wright? Nein, der aus Final Fantasy X. Speichern. So, und jetzt die nächsten. Den alten Herren, der vor Omega Weapon kam, den fand ich ja lustig. Aus Final Fantasy X-2. Ich spiele es nur bei Autofahrten. Na, hoffentlich nicht, wenn er am Steuer sitzt. Das Level, das du gerade spielst, fand ich schon immer seltsam. Ich kann dir gerne sagen, wie ich es gelöst habe, auch wenn es sich immer falsch anfühlt. Oh, weia. Oh, da kam hier, bei Autofahrten solltest du auf die Straße achten. Ja. Ich darf noch gar nicht Auto fahren. Oh. Tut mir aber leid. Noch keinen Führerschein, oder was? Vielleicht, Leute, die keinen Führerschein haben, dürfen auch nicht Auto fahren. Vielleicht hast du ja Glück, ja. Und bis du deinen Führerschein hast, gibt es nur noch Elektroautos. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Ich will, oder beziehungsweise selbstfahrende Autos, das ist dann eher Pech. Da braucht man ja überhaupt gar keinen Führerschein. Ja, genau. Sie hat den Führerschein gerade fertig, dann heißt es so, ab sofort gibt es nur noch selbstfahrende Autos. Was? Nein! Die ganzen 2000 Euro umsonst rausgeschmissen. Ich will. Na, jetzt ist das Ding weg. Au. So. Hier ist eine rote Münze. Ich will eine rote Münze. Du hast gerade mein Weltbild zerstört. Was wäre ich? So. mach dir nichts draus. Yami. Auch nicht. Oh. So. Wo sind noch Münzen? Ich glaube, da muss ich wieder einen Bob Omb fragen. Also ich weiß, es sind ja noch welche auf diesem Schiff. Dann bin ich schon mal auf 6. Das gibt's ja nicht gleich schreien. Achso, ja wegen. Ich habe alle Best-Lexika gefunden. Alles in Großschrift. Ja, genau. Ja, eben. Das ist schon die ganze Zeit aktiviert. Das ist auch wieder so ein Ding. Ich hab dem mir gesagt, der soll nicht so unreifen Kram machen. Was, Caps Lock? Nee, ja. Also da hieß es dann, ich werde das nächste Mal reifer sein. Und jetzt so ein anderer Trolltrick.
Oh, ich schreibe in Caps Lock. Das ist ein Trolltrick? Oh. Glaub schon. Also ich würd's vermuten, einfach schon wegen der letzten Aufnahme. So. Erst in 3 Jahren darfst du den Führerschein machen. Oh. Und dann nur den für Minder, für kleinere. Ja. Ein Hoch auf den EU-Führerschein. Er ist ein verbietet, 7,5 Tonner zu fahren. Was? Wieso? Hattest du einen Führerschein, bevor sie diesen EU-Führerschein eingeführt haben, konntest du noch 7,5 Tonner fahren. Ah. Ich weiß das nicht, ob ich das dürfte oder nicht. Dank dieses tollen EU-Führerscheins darfst du noch 3,5 Tonner fahren. Ach so. Ja, die 3,5 Tonner darf ich auch nur noch. Ja, ich glaube. Na, sieh mal einer an. Jetzt verstehe ich den ganzen Kram, wieso es hier so eine blauen Münzen gibt. Oh, ist ja gemein. Surfen kannst du? Ja. Tschu! Na okay, ich versuche dann mal irgendwo da unten noch welche zu finden von den roten Münzen. Irgendwo müssen die ja sein. Nee, wenn man in der Stadt wohnt, braucht man wirklich kein Auto. Das stimmt. Ja, richtig. Also vor allem jetzt, wo ich hier wohne... Das ist alles erreichbar. Ja. Du kannst alles erreichen, wenn du in einer Großstadt wohnst. Was? Achso, okay. Großstadt? Ja, Großstadt. Da kann man auch alles erreichen. Naja, zu Fuß teilweise, mit der S-Bahn. Ach ja, in den neu freigeschalteten Folgen, da gab's ja auch was Schönes, was ich in der S-Bahn gesehen habe. Jemand, der ein T-Shirt anhatte, auf dem stand, also auf dem eigentlich Passion stand, und bei dem wurden durch seine Jacke ein paar Buchstaben verdeckt und deswegen stand da Assi. Für alle, die das nicht die das gesehen haben, aber nicht wussten, was es heißen soll. Warum ich das so witzig fand. So, hier muss noch irgendwo eine rote Münze sein. Jetzt ist die Frage, wo? Vielleicht auch in so einer Muschel? Hier unten nicht. Hier unten gibt es ja keine weiteren Sachen. Da ist ein Aal. Und der hat nichts an seinem Aalerwertesten. Hahaha. Kann mir mal jemand sagen, wo diese letzte rote Münze ist? Ich wette hier drin. Tada! Bist du eigentlich noch da? Du bist so leise. Hallo? Sekunde, bin sofort wieder da. Ach so. Weglaufen. Oh. Keine Sorge, ich lauf dir nicht weg. Wenn du diesen Aal da schon in dem Level creepy findest, dann sieh erstmal den Aal in... Egal. Den Satz bringe ich nicht zu Ende. Wir wollen ja hier noch für Jugendschutz sorgen. Ach, komm schon. Aua, aua! Ich will die Mütze, ich will die... Ah, egal, ich krieg sie eh nicht mehr. Und da ist ja schon der Stern. So, jetzt fehlt uns hier an dem Level nur noch einer. Kann das sein? Yeah! Du. Auf in luftige Höhen. Was soll denn das heißen? Das verstehe ich jetzt nun wirklich nicht. Ah, daneben. Au. Oh.
das war nix. Okay, auf in luftige Höhen. Das muss ja heißen, dass ich noch höher muss. Und zwar dort? Moment. Ich gehe mal auf irgendeinen Aussichtspunkt und dann suche ich mal, was da hier... Dip, 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 dip.